und jetzt deine Zeit läuft. Alles klar, ich beeile mich auch, damit wir genug Zeit zum Fragen haben. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Forum. Mein Name ist Simon Dückert, ich komme von der Firma Cogneon aus Nürnberg. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wissensmanagement und lernende Organisationen. Und wenn ich es meinen Eltern erklären muss, sage ich immer, das sind so all die Problemstellungen, mit denen Unternehmen zu tun haben beim Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft. Also wir glauben, dass in den letzten 100 Jahren sich sehr viel Handlungsmuster, sehr viel Routinen in Organisationen eingeschliffen haben, sich sozialisiert haben, die in die Umgebung, die wir heute haben, nicht mehr gut passen. Ja, und wir müssen darüber nachdenken, uns als Organisation, als Art und Weise, wie wir Organisationen führen, wie wir sie gestalten, wie wir Projektmanagement machen, wie wir Kommunikation machen, aber eben auch, wie wir HR betreiben in Organisationen, dass wir das überdenken müssen fürs 21. Jahrhundert, um dort erfolgreich zu sein. Ich selber komme aus Nürnberg, habe ich gesagt, da gibt es mit AEG und Grundig und Quelle viele Beispiele für Unternehmen, die das nicht geschafft haben und die schlicht und einfach heute nicht mehr gibt. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was durchaus Bedeutung hat. Ich habe meinen Titel genannt HR Innovation. Die Grundinspiration für den Titel kommt von dem Buch HR Innovation, gemeinsam Unternehmenskultur neu denken, weil wir glauben, in dieser neuen Art und Weise mit Organisationen umzugehen, das geht nicht originär um Methoden oder Tools oder Softwaren, die wir einführen, sondern es geht um Kulturen, die wir entwickeln. Ja, und wenn man über Kulturen spricht, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist das eigentlich? Sind es Werte? Ist es die Art und Weise, wie man miteinander umgeht? Ich glaube, ein ganz wichtiges Element von Kulturen sind Prinzipien und Grundüberzeugungen, die die Leute in den Organisationen mit sich herumtragen. Ja, und ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel die Grundüberzeugung habe, wir gehen in die Schule, dann gehen wir in die Hochschule, dann sind wir ausgebildeter Elektroingenieur oder Informatiker, dann ist das Lernen vorbei und dann gehen wir auf die Arbeit und dann wird gearbeitet und Lernen ist Zeitverschwendung. Wenn ich die Überzeugung mit mir rumtrage, dann kann ich die tollsten technischen Systeme implementieren oder MOOCs machen oder was auch immer machen. Es wird nie mit der Hingabe und der Zeit betrieben, dass das dann am Ende tatsächlich erfolgreich ist. Also wir glauben daran, ein Element ist sozusagen die Kultur und das Buch für die sich dafür interessieren, erscheint am 24.10., wird auch nicht verkauft, erscheint kostenlos unter Creative Commons Lizenz, war ein Projekt, genauso eine neue Methode mal anzuwenden, nämlich ein Hackathon, beziehungsweise im Buchbereich nennt man das Booksprint. Das heißt, 25 Leute haben sich 48 Stunden zusammengesetzt und das Ergebnis der 48 Stunden war ein Buch. Und ich überlasse Ihnen da gerne zu beurteilen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Buch ist. Ich habe in die Webseite einfach mal draufgenommen, wo man das Buch dann ab dem 24. runterladen kann. HR Innovation, ein bisschen Background. Ich lege Ihnen ans Herz, mal ein Video auf YouTube sich anzuschauen von dem Gary Hamel. Das ist ein Professor für Management und Unternehmensführung. Unten finden Sie den YouTube-Link. Seine Grundbotschaft ist, dass man Management eigentlich als eine Technologie betrachten kann und diese Technologie einer ganz normalen Technologie-S-Kurve folgt. Das heißt, man hat irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen, sich mit Führung von Organisationen zu beschäftigen. Taylor hat man im Vortrag von Hans-Georg vorhin auch. So, und dann beschäftigt man sich damit und am Anfang passiert da sehr viel Innovation, sehr viel neue Dinge. Paper Performance, Human Relations, Management by Objectives, Projektmanagement irgendwann, die ganzen Schlagworte. Und diese S-Kurve flacht dann irgendwann ab. Also die Grundbotschaft in dem Video von Gary Hamel ist, wir arbeiten heutzutage in den Organisationen mit einem Methoden-Toolset und einem Routinen-Toolset, was im letzten Jahrhundert entwickelt worden ist, überwiegend von Leuten, die im vorletzten Jahrhundert geboren worden sind. Ja, und wenn man sich die Rahmenbedingungen mal anschaut, was für Probleme hatte ein Ford beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ging es darum, in neu geschaffene Fabriken Leute, die bisher auf dem Feld gearbeitet haben, im Haushalt gearbeitet haben, für die Tätigkeiten in einer Massenfertigung zu qualifizieren. Das Modell T von Ford ist 12 Jahre am Stück in der gleichen Farbe das gleiche Modell gebaut worden. Also in einem Umfeld, was sehr, sehr stabil ist, was dadurch gekennzeichnet ist, dass die Leute, die an der Spitze des Organigramms sitzen, im Prinzip das Wissen haben, was zu tun ist. Die konnten genau definieren, welche Schraubengriffe, welche Fließbandabschnitte brauche ich bei Ford. Und ich hatte in der Regel Mitarbeiter, die ich in Tagen oder wenigen Wochen qualifizieren konnte, diese Routinetätigkeiten immer und immer wieder zu tun. Ja, wer den Film kennt, Charlie Chaplin, Moderne Zeiten, das ist genau sozusagen die Persiflage auf diese Art von Arbeit.
Aber im Wesentlichen basieren unsere Managementsysteme immer noch sehr stark auf dieser Idee. Und das passt überhaupt nicht in eine Welt, wo es um Kreativität geht, wo es um Innovation geht, wo wir zunehmend von disruptiven, volatilen Märkten sprechen, ja, wo ich teilweise ein Produkt, was ich entwickelt habe, nach einem halben Jahr schon wieder obsolet ist. Da komme ich mit so einem Routine-Denken nicht weiter. Da gibt es ein Schlagwort aus der Lehre sozusagen im amerikanischen Militär, da ist das erste Mal aufgetaucht. Das Meme nennt sich VUCA. Wir leben in einer Zeit, die ist volatil, die ist unsicher. Wir können keine Vorhersagen mehr treffen über die Zukunft. Ja, die Anzahl der Unternehmen, die noch 10-Jahrespläne machen, weiß nicht, ob irgendjemand in einem Unternehmen ist, was noch 10-Jahrespläne macht. Ja, die ist über 5 Jahre, 3 Jahre geschrumpft. Teilweise werden nur noch Jahrespläne gemacht und selbst das kann ich schon nicht mehr planen. Wir leben in einer Zeit von sehr hoher Komplexität. Dinge hängen miteinander zusammen. Es gibt Verbindungen, die wir selber nicht sehen. Und in Zeiten von Ambiguität, wo wir Entscheidungen treffen und sind uns sicher, so ist es, und dann schon den nächsten Tag die eigentlich wieder in Frage stellen müssen, weil eine neue Meinung dazu kommt und nicht mehr klar ist, ob das die richtige Entscheidung war. Und darauf müssen wir uns in den Organisationen, in den Führungs- und Gestaltungsprozessen natürlich vorbereiten. Es gab im Jahr 2012, auch getrieben von Jerry Hamel, einen sogenannten Management 2.0 Hackathon. Ich weiß nicht, wer weiß, was ein Hackathon ist. 1,5. Also Hackathon kommt aus der Open-Source-Software-Entwicklungsszene. Da geht es sozusagen darum, dass man an bestimmten Zeitpunkten mal gemeinsam an einem Softwareprojekt weiterentwickeln muss. Ja, und man sperrt sich da in der Regel 48 Stunden, 72 Stunden ein. Macht am Anfang, klärt man gemeinsam, was getan werden muss und dann wird 48 Stunden rund um die Uhr manchmal unter Zuhilfenahme von viel Cola, Mate-Tee, Pizza an einem Softwareprojekt gearbeitet. Das hat Jerry Hamel auch gemacht, zusammen mit McKinsey und dem Harvard Business Review. Und der Grundansatz des Management 2.0 Hackathons war herauszufinden, was sind die Prinzipien, auf denen wir Management- und Führungsansätze fürs 21. Jahrhundert basieren lassen müssen. Das war die Grundfrage des Hackathons. Und herausgekommen sind genau diese 12 Prinzipien. Ich habe ihn auch unten in die Fußzeile mal den Report hineingenommen. Da kann man ein bisschen ausführlicher sozusagen lesen, wie der Hackathon abgelaufen sind, was diese Prinzipien sind. Ja, und dort sieht man ganz viele Dinge, die heute in unseren Organisationen nicht verkörpert sind. Trust, Vertrauen in die Mitarbeiter. Beispielsweise Openness, wir sprechen von Open Educational Resources, Open Innovation. Sie leben aber noch in Organisationsumfeldern, wo das Need-to-Know-Prinzip angewendet ist, also wo jeder Mitarbeiter nur die Daten sieht, die er braucht für seinen Job. Ja, wo man keinen Zugriff hat, wo Abteilungslaufwerke abgeschlossen sind, wo Berechtigungsstrukturen auf Intranets wirken. Community, also dieses gemeinsame, partizipative, Organisationen zusammengestalten, Leute einbinden, egal ob Kunden, ob Mitarbeiter. Experimentierfreude, Sachen ausprobieren. Wir hatten vorhin den Vortrag zum Thema Enterprise 2.0. Ja, meiner Meinung nach scheitert ein ganzer Haufen Enterprise 2.0 Ansätze daran, weil man unter so einem Kontrollparadigma versucht, einen Plan zu machen, was können wir mit diesen sozialen Medien jetzt tun? Und sich nicht einfach auch mal erlaubt zu experimentieren und auszuprobieren und zu sagen, wir versuchen das, wir fallen auf die Nase, wir lernen daraus, nur so funktioniert Innovation. Ja, das Fahrradfahren lernt man nicht, wenn man sagt, ich darf aber nicht auf die Nase fallen. Ja, man wird da mal auf die Nase fallen und das muss man sich zugestehen in Organisationen. Die Dezentralisierung, die Zusammenarbeit, bedeutungsvolle Arbeit, Autonomie. Also all das sind Prinzipien, die sozusagen aus diesem Hackathon herausgekommen sind und vor der im Hintergrund man sozusagen mal die einzelnen Management-Disziplinen durchleuchten kann. Das gilt jetzt nicht nur für HR, Personalmanagement, sondern gilt auch für die Art und Weise, wie wir Controlling machen, wie wir Mitarbeiterentwicklung machen, wie wir unser Intranet aufbauen, wie wir Projektmanagement machen, wie wir Prozessmanagement machen. Ne, sozusagen da mal zu reflektieren, berücksichtigen wir diese Prinzipien oder berücksichtigen wir die nicht? Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal 3 Beispiele, weil ich glaube, es ist immer ganz schön, so ein bisschen in der Praxis was zu sehen. Was kann man denn konkret tun, um diese Prinzipien irgendwie ins Leben zu bekommen? Weil man hat oft so diese Metaebene, man spricht drüber, wir müssen offener werden, wir müssen den Mitarbeitern vertrauen, da ist immer ganz viel Nicken in den Reihen. So, und dann ist die Frage, was kann ich denn jetzt tun, um das auch wirklich mal in die Praxis zu bringen, um das mal auszuprobieren? Und ich glaube, dass wir sehr viele
Veranstaltungsformate zum Beispiel, auch Methodiken, die aus dem Web kommen, die aus der Open-Source-Szene kommen, verwenden können. Das sind Formate und Methoden, denen sind diese Prinzipien eingebaut. Ja, also wenn Sie beispielsweise statt einer klassischen Konferenz oder einer Tagung ein Barcamp oder eine Ankonferenz machen, der ist das Prinzip der Autonomie, der Selbstorganisation, der Offenheit eingebaut. Ja, das können Sie dem Veranstaltungsformat nicht austreiben. Und über die Anwendung dieser Methoden bringen Sie sozusagen die Prinzipien ins Leben. Man könnte sagen, das ist so über Bande gespielt. Weil ich halte es für sehr schwierig, jetzt so ranzugehen, dass man sagt, man macht erstmal große Kulturentwicklungsprojekte und setzt sich gemeinsam zusammen und reflektiert, wie offen sind wir auf einer Skala 0 bis 10, wie partizipativ sind wir. Das wird sehr schnell zu einer kognitiven Übung. Ja, aber das führt nicht dazu, dass die Leute erleben, ups, das ist vielleicht gar nicht so, das tut nicht weh, wenn ich da mal offen bin oder wenn ich Leute mitmachen lasse. Ich glaube, ich muss ein Umfeld schaffen, in dem ich das erleben kann, diese Prinzipien erleben kann. Und da will ich Ihnen einfach mal drei Beispiele zeigen, was man da machen kann. Wir haben, ich weiß nicht, wem sagt der Begriff Massive Open Online Course was? Das ist fast die Hälfte. Wer hat schon mal einen mitgemacht? Ja, auch nicht schlecht. Wer hat schon mal selber einen betrieben? Ah, nur noch drei, okay. Gut, also, vielleicht gehen Sie heute raus und haben die Entscheidung getroffen, einen MOOC auch mal selber zu machen in Ihrer Organisation. Massive Open Online Kurs, Theorie, was ist das, ist heute schon oft gesagt worden, deswegen im Prinzip nur noch mal ganz kurz. Massive bedeutet, da sind in der Regel sehr viele Leute dabei. Sehr viele Leute, die Spannweite reicht da von einigen hundert bis einigen zehntausend. Es gab MOOCs schon mit über 100.000 Leuten, die da teilgenommen haben. In der Regel sind es aber eher Hunderte oder Tausende, die da aktiv sind. Und wir haben in 2012 mal den MOOC gemacht zu dem Thema Management 2.0 und haben gesagt, wir wollen mal sozusagen in einer Infrastruktur, die Leute eh den ganzen Tag nutzen, nämlich in Xing, so einen MOOC aufziehen. Warum Xing? Weil Xing sehr nahe ist an den Plattformen, die es in Organisationen auch gibt, auf denen man solche MOOCs machen könnte. Also zum Beispiel ein SharePoint, ein IBM Connections, ein Yammer, ein Jive. Das sind so typische Plattformen, die gerade Einzug in die Organisationen halten. Und wir haben gesagt, wir wollen mal ausprobieren, ob man das da machen kann. Wie sieht sowas aus? Wir haben uns 6 Themenwochen gesucht und haben gesagt, wir wollen mal gucken, diese 12 Prinzipien, wie wirken die auf die Themen Lernen in der Organisation, Projektmanagement, Innovationsmanagement, Enterprise 2.0, also IT-Infrastrukturen, Kommunikation und Führung. Wir haben uns zu jeder Themenwoche 3 Experten gesucht, die mussten ein Positionspapier verfassen und mussten sozusagen darlegen, ihre Position auf maximal 3 Seiten. Wichtiger Aspekt, wie gesagt, die Leute im Unternehmen, die haben nicht viel Zeit, die können nicht wie ein Student 10 Stunden die Woche sich mit dem MOOC beschäftigen, also maximal 3 Seiten, darlegen, ob sie glauben, dass diese Prinzipien einen Fortschritt für ihre Disziplin bedeuten und wenn ja, wie das aussehen kann. Ja, und es gab, das halte ich auch für sehr wichtig, sozusagen nicht nur Material bereitzustellen, sondern wir hatten einmal in der Woche eine Live-Session, wo die 3 Experten, die sozusagen ihr das Positionspapier verfasst haben, immer Freitag von 1 bis 2 in einem Google Hangout, in einem Livestream zur Verfügung standen und wir sozusagen mit denen Fragen klären konnten, die in der Community aufgekommen sind. Also so grob nochmal der Ablauf. Es gab von, sieht man hier vorne, von Juli 2013 bis zum 16.09. Gab es so eine Bewerbungsphase, da haben wir sozusagen Promotion für den MOOC gemacht, haben gesagt, macht da mit, ist kostenlos, ist offen, jeder kann dabei sein. Dann gab es diese 6 Themenwochen, ja, und dann sozusagen kam hinterher auch eine Umsetzungsphase, wo wir versucht haben zu konsolidieren, was machen wir denn jetzt mit den Ergebnissen, die aus dem MOOC rausgekommen sind. Um so einen kleinen Eindruck von diesen Beispielen, von diesen Inhalten zu geben, man sieht hier rechts die Online-Plattform in Xing. Wer da mal das sozusagen am offenen Herzen sehen will, xing.com/net/mgmt2.0, kann man drauf zugreifen. Die wächst auch nach wie vor, also da kommen immer noch ein paar Leute dazu. Dort hat die ganze Diskussion zu den Themenwochen stattgefunden. Da waren so gute 1000 Leute, die sich da eben registriert haben in dieser Gruppe und mitgemacht haben. Wir haben hier auf script.com die ganzen Positionspapiere. Und wir hatten so eine Auftaktwoche gemacht und 6 Themenwochen und dann immer eine Stunde Hangout, wo praktisch Leute, die haben am Montag die Inputmaterialien bekommen, konnten hier Fragen stellen, die Papiere diskutieren
Und in der Live-Session haben wir dann zusammen mit den Experten und Expertinnen versucht, die Fragen zu beantworten und gleichzeitig auch noch Leute per Twitter-Stream mit reingenommen. Also man konnte live in die MOOC-Session sozusagen die Fragen mit reinstellen. Ja. Und das halte ich für einen wichtigen Aspekt, um die Leute, die eine Position vertreten, auch irgendwie erfahrbar zu machen. Also um die auf eine Bühne zu stellen, dass ich die mal sehe, so ähnlich wie ein Professor, der in der Hochschule meinetwegen vor einer Vorlesung, vor einer Klasse steht. Also MOOCs, eine Idee, wir haben daraus, da hat sich eine Idee weiterentwickelt. Der Grundansatz war nämlich, über die einzelnen Themenwochen Methoden und Tools zusammen, mit denen ich Management 2.0 in Organisationen lebendig werden lassen kann. Und die Idee von einem Teilnehmer war, da so ein Toolkit draus zu bauen, also so ein Spielkartenset, wo es zu jeder Methode so eine Karte gibt mit einer Definition und kurzer Beschreibung, wie mache ich es, warum mache ich es, mit einem Link zu einer Wiki-Plattform, wo die Sachen auch ein bisschen ausführlicher beschrieben sind. Und das wird jetzt sozusagen als offenes Kartenset bereitgestellt. Das heißt, wer will, kann sich das runterladen und kann es für sich verwenden, anpassen, weiterentwickeln. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zum Thema, das zweite O, Massive Open Online Course. Ja, das Open bedeutet nicht nur, ich kann kostenlos daran teilnehmen, sondern idealerweise auch, ich kann die Inhalte, die verwendet werden, offen weiterverwenden. Also Reuse und Remix sind zwei wichtige Schlagworte. Das heißt zum Beispiel, diese Inhalte hier, die 18 Papiere und die 8 Videos, stehen unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz. Das heißt, die können Sie sich heute noch von YouTube runternehmen, die wichtigsten 15 Minuten rausschneiden und für Ihre Zwecke verwenden. Ja, da ist kein Copyright, da müssen Sie nichts bezahlen. Das ist offen und kann remixed werden. Das ist wichtig auch in so Uni- oder Lehrkontexten. Ja, auf jedem Lehrbuch steht in der Regel ein Copyright drauf und ein Lehrer, der eine Kopie daraus macht, der macht sich eigentlich schon strafbar im Sinne einer Urheberrechtsverletzung. Ja, das ist in Open-Online-Kurses in der Regel nicht so. Zweites Beispiel, Flipped Classrooms ist eigentlich relativ eng gekoppelt mit MOOCs. Die grundsätzliche Flipped Classroom-Idee ist, Inhalte, die ich in einer Vorlesung zum Beispiel halte oder in einer Schulung, wo ich einfach nur auf der Bühne stehe und die erzähle, aus dem Klassenzimmer herauszuholen, in Form von Video oder Audio zu verpacken, ja, und die Studenten, die Schüler, die Lernenden sich vorher, bevor man zur Präsenzveranstaltung kommt, damit beschäftigen lassen, ja, um dann in dem Klassenraum mehr Zeit zu haben für Übungen, für Praxis, für Fragen beantworten, für direkte Interaktion mit dem Referenten. Also raus aus diesem Frontalunterricht, ich komme aus Nürnberg, Nürnberger Trichter, ne, so eine steht vorne und erzählt und trichtert das in ihre Köpfe ein, sozusagen da ein bisschen rauszukommen. Auch zwei sehr schöne Beispiele, wo man sich das im Internet anschauen kann, die sogenannte Khan Academy mit einem ganzen Haufen kleiner Lehrvideos, die in Amerika eine sehr breite Verbreitung haben in Grundschulen. Ja, bis zur Mittelstufe, so, weiß nicht welche Klasse, 7., 8. Klasse oder so, denke ich, geht das. Oder auch hier in Deutschland, Jörn Lowiskasch, ein Mathematikprofessor in Bielefeld, der all seine Vorlesungen mittlerweile mitgeschnitten hat, irgendwas um die 18 Millionen Downloads auf seinem YouTube-Kanal hat, 40.000 Abonnenten da drauf hat, wo ich sozusagen mir die Vorlesungen, entweder ich bin Student dort oder ich bin kein Student, einfach anhören und runterladen kann. Also auch diese Offenheit zu sagen, das, was ich hier spreche, das interessiert Sie, das interessiert aber vielleicht andere auch noch und deswegen möchte ich das irgendwie möglichst offen bereitstellen. Da gibt es einen Treiber, denke ich, der wichtig ist für die Verbreitung und das ist, dass ich für die Produktion dieser Dinge keine Unsummen mehr ausgeben muss und nicht studieren muss, um das zu tun. Ja, also man hört vielleicht manchmal bei so MOOCs wie Coursera, das sind so Zahlen im Umlauf, so ein MOOC zu produzieren, kostet irgendwas zwischen 100 und 250.000 Dollar. Ja, weil da werden sehr viele Lehrvideos gemacht, da werden Sachen geskriptet, da gibt es Studios und Beleuchtung und so weiter. Also es ist richtig teuer, sowas zu tun. Ja, wenn ich so einen Qualitätsanspruch habe, dann muss ich den auch treiben. Dann habe ich Kameraleute, dann habe ich Studios. Ja, es passiert aber in diesem ganzen Consumer-Entertainment-Bereich so viel. Also wenn Sie sowas mit sich rumtragen, haben Sie im Prinzip ein Audio- und Videostudio schon mal in der Tasche. Da gibt es kleine Lavalier-Mikrofone, da können Sie hier mitschneiden, was Sie tun. Das ist eine halbe Stunde nach Ende des Vortrags auf SoundCloud beispielsweise. Ja, da brauche ich keinen Tontechniker mehr, da brauche ich keine großen Schnittplätze mehr. Da kann ich natürlich auch nicht von der Qualität, also wenn wir mal über Aufwand und Qualität sprechen, ja, kann man nicht sagen, man ist hier auf einem Qualitätsniveau wie zweites deutsches Fernsehen. Wer das mitbekommen haben, die haben ein neues Fernsehstudio aufgemacht Anfang des Jahres.
das Studio kostet 38 Millionen Euro. Ja, also das ist nicht die Ebene, auf die man kommt. Aber man kann hier sagen, so den Aufwand, den man treibt, es gibt hier einen Punkt, den nennen wir den sogenannten Tell it your boss Punkt. Und das heißt, wenn Ihr Chef zu Ihnen sagt, machen Sie mir mal einen Foliensatz zu Thema XY, dann geben Sie sich mehr Mühe, als wenn der Kollege nur sagt, kannst du mir das mal zusammenfassen? Ja, Sie tun aber vielleicht auch nicht eine professionelle Agentur beauftragen, die Ihnen den Foliensatz macht. Ja, und mit dieser Art von Ausrüstung ist es relativ einfach möglich, je nachdem, was Sie machen, in Stunden oder Tagen qualitativ an diesen Tell-it-your-boss-Punkt zu kommen. Und damit wird in der Organisation jeder Wissensarbeiter, jeder Trainer, jeder, der Ausbildung macht, potenziell zu einem Produzenten von Lerninhalten. Ja, und wenn Sie dann noch Plattformen schaffen, auf denen ich Audio-Files, Video-Files bereitstelle, wenn Sie zum Beispiel, das ist, was der Jörn Loviskasch verwendet, das sind einfach Anklipsmikrofone, die kommen hier oben drauf, die schneiden den ganzen Vortrag audiomäßig mit. Ja, da ist 5 Minuten, nachdem ich den Vortrag gehalten habe, ist der im Intranet und kann dort weiterverwendet werden, kommentiert werden. Also da gibt es technologisch eigentlich keine Ausrede mehr, es nicht zu tun. Ja, da geht es eher um die Offenheit, also eher um dieses Kulturelle. Darf jemand wissen, was ich sage? Darf jemand das weiterverwenden? Oder sind aber meine Folien? Also das sind eher die Probleme als die technischen Probleme. Drittes Beispiel, und das mache ich nicht sehr ausführlich, weil das hören wir im nächsten Vortrag sozusagen im Detail. Das ist ein Projekt, wo wir beteiligt waren, den sogenannten Adidas Learning Campus zu gestalten. Da geht es einfach auch darum, Orte in der Organisation anzubieten, in denen es legitimiert ist, informell zu lernen. Also wo Lernen nicht verbunden ist mit, ich gehe in den Klassenraum und da kommt ein Trainer und zeigt mir PowerPoint-Folien 2 Tage am Stück, ne, sondern wo ich bunte Umgebungen habe, wo Design Thinking Workshops stattfinden können, wo Fab Labs vor Ort sind, wo Leute experimentieren, wo Mitarbeiterschulen, Mitarbeiterkurse sein können und wo es in Ordnung ist, hinzugehen und zu lernen. Wo die Message der Organisation ist, wenn ein Mitarbeiter da hingeht, ist das nicht Zeitverschwendung, sondern die lernen dort. Die lernen vielleicht nicht durch HR organisiert, die lernen nicht mit einem externen Trainer, aber die lernen untereinander. Die reflektieren vielleicht ein Projekt oder die hacken eine neue Idee aus. Ja, und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, diese informellen Lernorte wirklich zu institutionalisieren. Man kann das schön sehen bei innovativen Firmen wie Google zum Beispiel. Wir haben in der deutschen Industrie ein Verhältnis von formellen zu informellen Arbeitsplätzen von 1:4. Also das heißt, wenn Sie 4 Quadratmeter Bürofläche haben, haben Sie 1 Quadratmeter Kaffeeküche und Co. Ja, und Google sagt ganz strikt, bei uns ist das Verhältnis überall 1:1. Ja, und das machen die nicht aus humanistischen Idealen. Es gibt im Google Office in London nicht einen Kräutergarten, weil die sagen, ja, das ist nett oder die Mitarbeiter freuen sich, sondern die wissen, wenn die Leute dort sind, dann sprechen die über Sachen, dann sind die aus ihrem Arbeitskontext draußen, dann kommen die auf kreative Ideen. Und da kommen Produkte her wie Google Mail, wie Google News, wie Google Buzz. Ja, also das fördert die Innovation in der Organisation. Ja, damit möchte ich fast schon zum Ende kommen. Was kann man jetzt damit tun, wenn man HRler ist? Also man hat ja in der Regel in irgendeiner Art und Weise, ich habe mal hier das DGFP-Modell für HR-Prozesse genommen, in irgendeiner Art und Weise mit dem ganzen Personal-Lifecycle zu tun, sei das jetzt die Recruiting, Talent-Management, Onboarding, Offboarding, aber auch so Sachen wie Kulturentwicklung und solche Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, sich als HR in einem Innovationsprozess mal daran zu machen, jeden dieser Baukästen, Bausteine zu reflektieren, an welchen Stellen wären wir als Organisation besser, wenn wir diese Prinzipien einbauen würden. Ja, und da wird es Felder geben, die sind dafür für empfänglicher, da ist es sinnvoller, das zu tun. Ich weiß nicht, wie man besonders viel Experimentierfreude in der Personalfreisetzung zum Beispiel einsetzen könnte. Also gibt es bestimmt auch Felder, wo das nicht gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz im Kontext HR Innovation, sozusagen Innovationsprozesse systematisch auf den HR-Kernhandlungsfeldern und Kernprozessen anzusetzen. Und damit möchte ich enden. Ich glaube, bis ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Dankeschön.